Um die neuesten Trends in der Frisurenmode für Herbst und Winter drehte sich die Präsentation der Friseurinnung Ahrweiler in der A-Akademie der Handwerkskammer Koblenz in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Es ging um raffinierte Schnitt- und Stylingtechniken, die mit viel Liebe zum Detail und im Rahmen einer perfekt organisierten Veranstaltung gezeigt wurden. Dabei wurde auf der Bühne live geschnitten und durch die Friseurprofis erklärt, wie sich die neuen Trends in der Praxis umsetzen lassen. Die Mischung aus guter Unterhaltung und handwerklicher Spitzenleistung, kreativen Ideen für ein besonderes Erscheinungsbild und Tipps von Fachleuten für Fachleute kam gut an. Der Veranstaltungsort in der A-Akademie bot perfekte Rahmenbedingungen für die Veranstaltung. Im Damenfach, so unterstrichen Obermeisterin Anne Söth und Kreativgruppenleiter Daniel Röber, der als Moderator durch den Abend führte, geben vor allem runde Formen den Ton an. Harte Konturen sind die Ausnahme. Vielmehr präsentieren sich die Texturen weich und voll. Erarbeitet wurden die Trendkollektionen durch den Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks. Für die Männer gilt: keine Regeln, keine Grenzen, alles ist möglich. Akkurate Looks waren gestern, stattdessen sind kreative Schnitte und originelle Stylings gefragt. Basis bleibt dabei der Undercut, mal gemäßigt, mal hoch angesetzt, erläuterte Friseurmeister Daniel Röber, der seit Sommer 2012 die neu zusammen aufgestellte Kreativgruppe der Friseurinnung Ahrweiler leitet. Neben den Frisurtrends wurden auch passende Make-up-Tipps vorgestellt. Der Innung gehören 34 Betriebe an, in denen mehr als 40 Lehrlinge ausgebildet werden. Das Auge ist mit. Das galt auch hier im neuen Zentrum für Ernährung und Gesundheit der Handwerkskammer in Koblenz. Profis leisten was. Das war das Motto beim Landesentscheid des praktischen Leistungswettbewerbs der Konditoren und Konditoreifachverkäufer. In das neue Zentrum für Ernährung und Gesundheit der Handwerkskammer Koblenz kamen sie aus Trier, Mainz, Kaiserslautern und Koblenz angereist, um ihr handwerkliches Können unter Beweis zu stellen. Sie traten hier gegeneinander an, um die beste Konditorin und die beste Fachverkäuferin in ganz Rheinland-Pfalz zu küren. Unter Prüfungsbedingungen mussten sie eine Reihe anspruchsvoller Aufgaben erledigen und dabei nicht nur handwerkliche Kompetenz, sondern auch Kreativität und Organisationstalent zeigen. Ja, wir mussten zwei Torten machen, eine mit Schaustück und eine als Anschnitttorte ausgarniert. Dann mussten wir Kurs machen, süße Kurs, 15 Stück, drei Sorten Pralinen und Marzipanfiguren, zwei Stück jeweils dreimal. Film ab, das war das Motto beim Wettbewerb der Fachverkäuferinnen, der zeitgleich zu dem der Konditorinnen stattfand. Das Auge ist nun mal mit und so war die Aufgabenstellung für die Teilnehmerinnen klar. Ansprechend und außergewöhnlich soll die Präsentation der süßen Verführungen sein. Und so stand neben der Gestaltung eines Schaufensters auch die passende Tischdekoration auf der Liste der Aufgaben im Leistungswettbewerb. Präzision und eine ruhige Hand. Das sind nur zwei wichtige Voraussetzungen, um beim praktischen Leistungswettbewerb zu gewinnen. Aber worauf achten die Prüfer eigentlich besonders? Auf Sauberkeit, vor allen Dingen Hygiene. Hygiene und das, Farb- und Formbildung. Bei den Verkäuferinnen spielt eine Verpackung eine große Rolle, wie eingepackt ist, ob die Schleife stimmt, ob alles präsent ist, die Preisauszeichnung präsent ist und der Kunde sich über die Preise richtig informieren kann, ob er entscheiden kann, kaufe ich es nicht. Und bei den Konditoren ist praktisch, gegessen wird mit den Augen zuerst mal und dann wird der Geschmack entscheidet und die Farbgestaltung alles. Ne? Eine schöne Schauertorte muss ansprechend sein, der Kunde muss stehen bleiben, muss ihm gefallen. Und so sieht das Ergebnis eines harten Prüfungstages dann aus. Und so sehen Sieger am Ende eines harten Prüfungstages aus. Dabei standen die Zeichen für Siegerin Jana kurzzeitig mächtig auf Sturm. Das Schaustück ist zusammengebrochen, als ich es gerade hingestellt habe. Ja, aber es hat ja noch funktioniert, das nochmal an Stelle zusammenzusetzen. Herzlichen Glückwunsch an die Siegerinnen des Leistungswettbewerbs. Ihnen winkt nun die Teilnahme am Bundesentscheid. Wir wünschen viel Erfolg.